So sieht es nämlich aus, ja, Freunde. Warte, stopp. Okay. Dum, 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 dum. Du bist mir immer zu schnell. Ein bisschen links und rechts gucken. Guck, da ist eine Kiste. Ich will dich nicht entmutigen, aber das ist eben eine Mine. Mimir, das ist entmutigend. Habt ihr das dort gesehen? Ist die Frage, wie ich da rankommen kann. Da oben links, hinter dem Kran, ist eine kaputte Tür. Wolltet ihr fliehen? Sehen wir nach. Oh, kann ich von hier oben, glaube ich, aufmachen, ne? Die eine Kiste. So, Shop, einmal runter. Hoch. Und rüber. Wir kommen wieder. Ja, gucken. Kurz gucken. Oh, guck mal. Machen wir den Weg frei und sehen nach. Links von dir. Falscher Knopf. Sehr gut. Hinter dir, pass auf! Kann ich den nicht irgendwie wegziehen hier? Bronzestufe. Ich sehe den gerade gar nicht, wir wussten ja. Bist du unsichtbar oder was? Ist noch ein anderer Gegner hier? Alter, irgendwas ist doch mal am Rücken hier. Wo bist du? Da hinten. Du Drecksack. Halt. So. Und du willst nicht runterkommen oder was? Ja, komm noch her hier. Nervige kleine Viecher. Das ist ja gar nicht. Und ziehen wir uns hier hoch. Achtung, über dir. Du Sack, ja. So. Das war der große Platz hier weg, ja. Okay. Ja, komm, Matthäus. Schaffst du allein hier. So, Energy. Irgendwo ist da noch was hier. Zur Tür. Ja, gleich. Gucken, was da noch ist. Von hier nichts mehr sehen. Kurz
kurz mal reingucken. Eine Sackgasse. Sehe ich nicht so mit der Truhe. Den können wir wohl nicht nehmen. So, Rohleder. Liegt ja noch irgendwas Schönes rum. Da hinten leuchtet was. Lila. Eine Statue. Für die Asen gemacht. In der Tat. Und dann von Altjof dem Dieb gestohlen. So, 5 von 6 Artefakte. Geilo, Altjofs Statue. Ich erinnere mich noch so an die Eskapaden von Altjof dem Dieb. Er hatte eine der wichtigsten Regeln des Widerstands begriffen. Man muss nicht immer große Schlachten gewinnen. Man muss den Eindringlingen nur lästig genug sein. Bevor Svartalheim freiwillig das Knie vor Asgard beugte, schickte Odin eine Abordnung von Einherjahr als unterschwellige Demonstration seiner Macht. Es verging kein Tag, an dem ich nicht von vermissten Getreidesäcken oder stibitzenden Rüstungen hörte. Oder, in diesem Fall, von kostbaren Wertgegenständen, die entwendet wurden, bevor sie nach Asgard zurückgebracht werden konnten. Anders als die meisten Diebe, die ich kenne, stahl er nicht wegen des Nervenkitzels oder der Beute, sondern einfach nur, um die Einherjahr zu ärgern. Und es funktionierte. Bis sie ihm eine Falle stellten, ihn erwischten und mit einem Seil erhängten, das er zu stehlen versuchte. Tja, zurückgelassene Dinge, 5 und 6, geil. Sehr gut. Okay. So, gibt es dann noch irgendwas Schönes? Da oben schwebt noch was. Da komme ich aber, glaube ich, erstmal nicht hin, ne? Wir brauchen eine Spezialausrüstung. Okay, ihr wollt also, dass wir hier nicht weiterkommen. Truhe haben wir eingesammelt. Sammelgegenstand auch. Okay. So. Weg ist frei. Jetzt haben wir irgendwas versteckt. Mal gucken. Rage. Kiste. Okay, hier können wir nicht lang. Hier runter dort. Und hier durch. Nee, okay. So. Hat sich doch gelohnt. Mal ein bisschen zu gucken. Jetzt ist wieder irgendwas mit dem Wasser hier. Fahren wir mit dem Aufzug. Ach nee. Vielen lieben Dank auch. Unglaublich. Das überfließende Wasser treibt den Kran. Ach, komm schon. Ist ja gut, so. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, wir werden eben nur da oben sein. Das hat sich nicht ganz so richtig angehört. Hör nicht frech. Ohne. Warum bewegt sich denn dieser fucking Aufzug jetzt nicht? So, nochmal. Dann geht das Ding hoch. Dann müssen wir kurz nochmal an Seite nochmal an, ja. Wo muss ich denn das Ding langsam, damit der Fahrstuhl hochgeht? Okay, alles klar. Gut. So, rüber mit dir.
Mann. Okay. So. Bitte. Danke. Wer mit Axt? Gut. Gedankenspiel. Wie muss sich Tier in dieser Mine wohl fühlen? Wäre ich von Odin eingekerkert und dann endlich frei? Odin stände ganz oben auf meiner Liste. Aber ich würde einfach nur etwas bekämpfen wollen. Bloß um zu wissen, dass ich es noch kann. Da oben ist noch eine Truhe. Aber mal. Und wieder hoch. Und wir kriegen was? Kriegen wir. Na komm. Schlacke. Lecker Schlacke. Mal irgendwas anderes Schönes hier. Schön, ne? Geplündert. So. Tyr? Oh, was ist hier passiert? Sieht so ein bisschen aus wie damals hier im Inneren des Bergs. Noch ein Scheuser! Rechte Seite! Kein nerviges Viecher. Das war jedenfalls nicht Tyr. Schauen wir uns um. Na, Moment. Er hat es nicht. Ist das ein Relikt? Sieht so aus, ne? Reliquie erhalten. Reliquien gewähren eine Spezialfähigkeit, die mit L1 und Kreis aktiviert wird. Rüsten Sie die Reliquie in Waffenbildschirm aus. Drücken Sie nach unten, um zum Reliquienmenü zu gelangen. Okay. Ausrüsten. Talisman. Aktivieren Sie die Fähigkeit der Reliquie mit L1 und Kreis. Okay. So, Schild ist auch noch irgendwie was machbar hier. Furchtloser Schild. Schildzusatz. Abwehr 4. Ja, genau. Ich nehme noch keinen. Kein abgewranztes Ding hier. Runenschild des Ärgers. Nehmen wir. Okay. Hinter dir, Vater! Schöner Schlag, Kratos. So gefällt mir das. Ich will den anderen anvisieren, Junge. Oh, das war nicht dein Ernst. Achtung, linke Seite! Er klammert sich an die Wand. Wir müssen ihn runterholen. Ich spüre einen Luftzug. Vielleicht gibt es hier einen Ausgang. Ja, gucken wir dann mal. Gucken auf jeden Fall so ein bisschen nach links und nach rechts, wie immer. Ein paar Skelette, die hier rumfliegen. Er spült einen Luftzug. Ach, zufälligerweise da, wo es Relikt war. Okay.
Na gut, dass unsere Rüstung nicht so dick ist. Jetzt sollen wir gar nicht durchkommen. Noch eine leere Kammer. Ich würde sagen, vielleicht wird es Zeit. Nein, sag's nicht. Wir werden ihn finden. Da, noch eine Tür auf der anderen Seite. Na los! Sauber! Energy. So, ein bisschen Hacksilber. Mal kurz ein bisschen gucken hier. Okay. Da oben geht der Weg weiter. Nur darüber. Du weißt doch, wir machen gerne Sachen kaputt. Hey, ist das das Erz, das wir kennen? Geht doch. Ich glaube, wir sind jetzt höher als bei dem Stopp bei Sindel. Diese Mine ist eine gigantische Spirale. Warte mal. Okay. Okay, okay, okay. Abkürzung gebaut. Okay, alles klar. Wachs selber. Oh, da ist was wieder von quasi, ja. Hier nochmal Frank. Danke. Eine Statue. Nicht irgendeine Statue. Dieses Steingesicht hing über dem Eingang zur Welt. Artefakt komplett. Zurückgelassene Dinge. 6 von 6. Durins Steinstatue. Durin, der Großzügige, verbrachte Jahrzehnte mit dem Bau der Weltmühle. Er sah in den Zukunft voraus, in der Svaftelheim so üppig und grün sein würde wie die am üppigsten bewachsenen Wesen in Vennerheim. Und die Weltmühle war der erste Schritt in diese Zukunft. Er verkaufte den anderen Zwergen fruchtbare, hochwertige Erde und steckte den gesamten Erlös in den Betrieb der Weltmühle. Als Odin von dieser wundersamen Maschine hörte und von der Unabhängigkeit, zu der sie Svaftelheim eines Tages verhelfen könnte, bot er Durin unermesslich viel Gold, weil er sie zerstören würde. Durin lehnte ab. Natürlich wollte Odin das ganze Bauwerk niederreißen, aber ich überzeugte ihn davon, doch nicht Hand anzulegen. Stattdessen erbaute Asgard einfach seine eigene Weltmühle. Wir verkauften den Zwergen unsere Erde zu Preisen, mit denen Durin unmöglich mithalten konnte. Er konnte sich den Unterhalt seiner Wundermaschine nicht mehr leisten und so verfiel sie zusehends. 6 von 6, geil. Ich glaube, das waren alle Rebellen. Energy. Bringen wir sie zu Brock, wenn du Zeit hast. Okay, zu Brock. Mhm. Können wir, glaube ich, verkaufen dann, ne? Genau. So, hier können wir noch eine Tür aufmachen. Noch ein Drogenloch. Noch ein Drogen! Hängt von dir! Linke Seite, Bruder! Rechts von dir! So, verschlossene Löcher 2 von 6. Was haben sie Schönes gedroppt? Weltenstaub. Oh, Weltenstaub. Okay, unübertreffliche Cola. Chaosfunke. Flüchtige Blöpsel einer Chaosflamme. Sammeln Sie 6, um die ursprüngliche Form wiederherzustellen. Sehr gut. Chaosflamme. Noch irgendwas Schönes hier? Ein bisschen Energy. Oh, okay. Du bist tot. Eine Truhe. Und wir erhalten noch eine Sackgasse.
Wo ist der nur? Atreus. Verstärkter Frostknopf. Ich weiß gar nicht, was er sich andauernd so beschwert, ey. Sind wir mal ein bisschen zufrieden, Boy. Wir haben hier ganz coole Sachen gefunden. Ja, komm nochmal. Weitersuchen, bis wir ihn finden. Du sagtest, ich habe das Kommando. Und ich sage, wir suchen weiter. Also hör auf. Sieh dich vor. Ich folge dir, aber ich spreche aus, was ich sehe. Du musst mir nicht zustimmen, aber so wirst du nicht mit mir reden. Verstanden? Jawohl. Dein Taler nicht ehrt. Okay. So. Warte, stopp. Kommen wir von da irgendwie im Moment. Ne, okay, hier kommen wir nicht weiter, ne? Nope. Okay. Hätte ja sein können. Da hinten glitzert was. Okay. Was ist los? Warum geht das nicht? Die Kette ist blockiert. Sie ist jetzt frei. Bereit. Jo, wir auch. Noch eine Tür. Die muss es sein. Wir werden sehen. Aber erst müssen wir zu ihr hinkommen. Kletter hinüber. Such einen anderen Weg. Ich verstehe es nach wie vor nicht, dass wir haben solche gigantischen Kräfte, dass wir da ich nicht glaube, hochgehen ich hier können. Ist eine Kurbel. Atreus, hier noch ein Gedankenspiel. Würde jemand wie Tyr, der sein Leben lang kämpfte, sich wirklich beweisen wollen? Der Beweis wird alles in der Spur der Zerstörung. Aber wenn die Spur der Zerstörung ein Haufen Schurken ist, wieso ist es dann wichtig? Du bist stark und hast richtig gehandelt. Krieg ist kein Maßstab für menschliche Stärke. Ich hoffe, das verstehst du irgendwann. Ah, okay. Nee. Hier geht's hoch. Ja, bisschen probieren, überstudieren, ne? So, dann sind wir hier drüben. Hallo? Hallo? Ah. Das hat nicht ganz geklappt. Was könnten wir noch machen? Wie kann uns das Einfrieren helfen? Go!
Können wir die Plattform wieder in Gang bringen? Ja, sehr gut. Ich komme zur Tür. Das wäre ganz nice. Hol ins Rabe. Da sind wir. 5. Mal kurz gucken, was da hinten noch ist. Ah, das ist der Weg, wo ich vorhin gesagt habe, hier ist glitzert. Zurück zur letzten Tür, oder? Naja. Da liegt nämlich noch was. Oi. Das ist eine schöne Truhe. Quacksilber. Quacksilber. Okay, shit. Kann der Boden nicht stillhalten? So, machen wir mal die Abkürzung auf. Ja. Das kommt mir bekannt vor. Wir sind wieder in dem Spiralbereich der Mine. Richtig. Aber dann haben wir eigentlich alle Abkürzungen aufgemacht, meine ich. So. Habt ihr das gehört? Wir sind wohl nicht allein. Ohrenspitzen. Augen auf. Aber wir müssen unbedingt mal wieder zu Brock. Warte. Der wütende Schliegel. Stufe 3. Nehmen wir, oder? Schnägel hier. Das kam von hier drüben. Hier kommt ein Weg hinaus. Energy. Atreus, verärgern dich meine Worte. Schon gut, ich versteh's. Aber, wartet mal. Ist das da vorne Licht? Hey, oh, der entgegenkommende Zug. Ein Türriegel. Da muss etwas eingesperrt sein. So versperrt man keine Tür, hinter der man Bettwäsche lagert. Ich sehe, was zu tun ist. Da hoch kann ich nicht. Da können wir nachher wieder eine Abkürzung freimachen. Atreus, okay. Deine Pfeile. Ja, ich bin bereit. Ist ja schon gut. Tja. Gehen wir mal rein, ne? Was ihr abgerast? Das? Wer bist du denn oder wer seid ihr denn? Bifrost-Angriffe. Ein Herr, ja. Können dem Gesundheitsbalken Bifrost zufügen. Bifrost heilt mit der Zeit, aber Folgetreffer können ihn für zusätzlichen Schaden explodieren lassen. Sein. Dann mal weiter. Ah.
Tür fällt. Na? Na? Komm, 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 komm. Tier! Das ist Tiere? Was für eine List ist das, Odin? Welches Spiel spielst du jetzt mit mir? Odin schickt uns nicht. Wir sind die Guten. Das ist der Kriegsgott. Nein, das sah bestimmt vor der Gefangenschaft ein bisschen anders aus, ne? Diese Klingen. Na, kennst mich? Ich kenne dich. Göttermörder. Wir haben dich befreit, zeig mir ein bisschen Dankbarkeit. Und jetzt willst du mich töten? Nope. Nein, dich befreien. Bleib bloß weg! Bruder, lass mich mal! Tier, Tier! Schau, du kennst mich nicht, wahr? Ihr habt Mimir ermordet! Nein, 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 nein! Ja, wir haben ihn zurückgebracht! Ihr bleibt weg von mir, ihr Monster! Halt! Ernsthaft müssen wir dem jetzt noch hinterherlaufen? Oh, komm, ey.